Das war wieder ein kleiner Cut. Nun gucken wir weiter, wie es hier bei Vorador zu Hause aussieht. Ja, hallo. Hör auf, dich zu teleportieren. Hey, Victor! Du nervst. Ja! Meine Gegner sind ziemlich hinterhältig. Doch die Chaosrüstung lässt sie für ihre Blutgier teuer bezahlen. Ich empfange zwar die Schläge, doch ihre Körper tragen die Wunden. Gut. Chaosrüstung. Ja, Chaosrüstung. Meine Gegner sind ziemlich hinterhältig. Ja, sind sie. Flammenschwert. Okay. So. Jetzt haben wir die Chaosrüstung. Ich glaube, zwei Rüstungen müsste es dann noch geben. Da ist noch nichts, was ich... Nein. Okay. Wahrscheinlich müsste da eigentlich jemand sein, please, ist es aber nicht. Help me, kind sir! Ja, genau so war es. Sehr schlau. So. Also, ja. Diese Gedankenkontrolle ist tatsächlich noch sinnvoll. Manche andere Sachen, die wir da so aufgenommen haben, allerdings. Das Flammenschwert ist gegen die hier auch sehr wirkungsvoll. Ich weiß gar nicht, wo der eine Kerl hin ist, aber... Okay. So. Jetzt können wir euch nämlich auch mit dem normalen Schwert besiegen. Wir brauchen da nicht mehr extra das ganze Tamtam für. Dann, oder jetzt sehen uns die Untoten zwar wieder, aber ist auch nur eine Nebensache. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Als Geist hier durch. Hallo. Dann hier wieder Controller. Das hier war tatsächlich früher eine Sache, die ich nie groß kapiert habe. Weil ich halt einfach nicht rausgesucht hatte. Folgedessen hatte ich hier immer automatisch Probleme. Gehen wir jetzt hier im Slalom durch. Hey, Victor! Okay, dann einmal Werwolf, weil ich dir rüber will und das Magie-Ding brauche. Diese Magie-Runen sind so nützlich und so sinnvoll vor allem.
Nein. Jetzt würde ich tatsächlich mal. Zurück. Ein ewiges Hin und Her. Ah. Oh, im Blut anderer zu baden. Dieser Zauber ist besonders nützlich, wenn man mehrere Gegner auf einmal bekämpfen muss. Hüte dich vor denen mit verdorbenem Blut. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Da gab's uns nichts weiter. Ah. Und auf dieser Mauer stand in Blut geschrieben Manus Celer Dei. Das heißt, die schnelle Hand Gottes. Die Kammer, die ich betrat, hatte nur einen Zweck. Menschen zum sadistischen Vergnügen des Erfinders zu foltern und hinzurichten. Blut war überall verspritzt und überzog die Dornen an den Wänden sowie den Boden. Furcht und Leid der verstorbenen Opfer war noch durch die todbringenden Wände zu hören. Eine Sinfonie von Schrecken und Schmerz erfüllte die Luft. Dann war außer den schreienden Seelen auf einmal auch das makabre Lachen des Vampirs selbst zu hören. Ja, mal gucken, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ganz viele Gegner. Deren Blut wir jetzt an uns nehmen. Ich glaube, bald sind wir nicht mehr. Ah, das Mistding, ja. Okay. Unter Forados Besitztümern fand ich eine alte Chronik. Vor langer Zeit wurden die Vampire so zahlreich, dass der Kreis darauf aufmerksam wurde. Der Orden von Sarafan bzw. die Engel des Lichts wurden geschaffen, um gegen diese Bedrohung vorzugehen. Und so nahm die Vampirjagd ihren Anfang. Schön. Ach, okay. Oh, muss ich diesen Blutrausch mal ganz kurz rauspacken? Oder rein theoretisch kann ich mal den Blutrausch rauspacken. Wir packen einfach hier diese Wiederkehr zurück. War die Bruno wirklich kein Mensch? Ich glaube, ich habe mich ein einziges Mal in die Gruft zurückteleportiert und das war, als ich damals versucht habe, alles Secret zu kriegen. Da hatte ich das dann tatsächlich für gebraucht. Die Webereien berichteten von Chaos, von einer Orgie des Feuers und des Schmerzes. Untote Kreaturen mit verwester Haut, von Schwefel und Asche überzogen, blickten mir aus dem Abgrund entgegen. Ihr gequälter Blick zeugte von ihrer Schwäche. Ihr Schicksal würde nicht das meine sein. Blut zu Blut. Ja, und wir können uns nun hier zurück. So, jetzt sind wir hier auf diesem Übergangweg. Hey, Victor! Machen wir das jetzt mal so. Diesmal ging's ja. Geister sind auch nichts. Ha, okay, ja. Sehr schön. Ach Gott, freue ich mich gerade. Kommen wir nämlich zu einem meiner Lieblingsstellen in diesem Spiel. Aber das werdet ihr selber gleich erleben. Wahrscheinlich könnt ihr es euch eh schon denken, da wir ja hier bei einem wunderbaren Safe sind. Thank you.
In den Tiefen des finsteren Waldes ist mir Schlimmeres als die Hölle begegnet. Ich hatte eine Vision meines künftigen Schicksals. Mir begegnet selten jemand meinesgleichen, vor allem jemand, der so jung und töricht ist wie du. Nichtsdestotrotz, trink, nimm einen tiefen Schluck und genieße deine Gabe. Gabe? Ha! Forrado hielt den Fluch, der auf mir liegt, für einen Segen. Er glaubt, wir seien Götter und die Sterblichen opferten ihr Blut, damit wir unsere übernatürlichen Kräfte voll entfalten können. Und tief im neuen Inneren musste ich ihm recht geben. Diese Träume der Sterblichen waren Bitten, Bitten um unsere Macht. Ich habe das überdacht, während der dekadente alte Thor über seine Vergangenheit gefaselt hat. Er prahlte mit seinem Sieg über den Sarafan Malek und seiner Rache am Kreis der Neuen, da diese den heiligen Krieg der Sarafan gegen uns unterstützten. Malek! Malek! Ah! Ah! Ruf deine Hunde! Hier wartet ein Leichenschmaus auf sie! Nach dem Töten von 6 Schafen habe ich ihren armseligen Hirten besiegt, Malek. Seitdem hat unser eins das Vieh nur noch als Nahrung gebraucht. Ich schlage vor, du tust das Gleiche. Die Einmischung in die Angelegenheiten der Menschen ist nicht gut für uns. Die Hexenjagden der Sarafan sind für uns zu mühselig. Hast du verstanden, Kain? Gut, nimm diesen Ring. Wann immer du Hilfe brauchst, kannst du mich damit rufen. Trotz deiner jugendlichen Arroganz amüsierst du mich, Kain. Ich möchte dich nicht an den Abgrund verlieren. Nun, geh schon! Hallo. Damit haben wir den Ring von Forrador. Mein Besuch bei Forrador hatte mich in meinem Entschluss bestärkt. Seine Macht konnte von Sterblichen nicht herausgefordert werden, weshalb er einem anderen Gegner zum Opfer gefallen sein musste. Dekadenz hat schon viele große Krieger den Kopf gekostet. Hier ist nochmal was zum Naschen. Ist hier noch lang? Ah, hier könnten wir nochmal speichern. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Und dann werde ich hier erstmal den Part beenden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Oder in der Infobox sind Links zu meinem Discord-Server oder Facebook oder Steam. Könnt ihr mich überall kontaktieren, wenn etwas sein sollte oder ihr Fragen habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!